So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Paladin, wieder zu einer weiteren Runde. Und ich muss eben mein PC komplett erstmal halbwegs neu aufsetzen. Zumindest Paladin muss ich komplett neu installieren, daher eine fehlerhafte Datei aufgetaucht war. Und ja, ich würde sagen, erstmal bei mir. So, und ich sollte vielleicht auch mal den Timer starten, weil damit sehe ich auch wie viel Zeit wir haben. Ob wir zwei Runden schaffen oder nicht. So, Bulldozer nehme ich ja nicht mehr. Ich nehme, ja, das nehme ich mal. This is uncomfortable. And so it begins. Moment los. Attack. Nehme. So. Ohne auf die Tastatur zu schauen, ist das ein bisschen schwieriger. Aber wir kriegen es hin. Und etwas schnell kriegen wir es hin. Heißt, eventuell werden zwei Runden locker in der möglichen Zeit gehen. Und wir haben es geschafft. Yeah. Haben ein bisschen drum gebankt. Aber wir haben es gepackt. So, wir ballern mal da auf den Stargott. Und haben ihn somit. Den haben wir auch. Antwort kam ja auch. Der Antwort kapiert nicht. Der Bonking ist auch weg vom Fenster. Und der Wagen wird reingerollt. Da geht kein. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das haben wir geschafft. Ja, und den. Okay. Den haben wir auch noch. So, was ich jetzt mir gerne holen würde, wäre Kronos, damit Fertigkeiten reduzieren. Allerdings finde ich, die Raketen sind auch ganz praktisch. Weil das steigert die Rate mit der deine Überkraft. Also unsere Überkraft, kurze Erklärung, ist das E. Und ja, Bull, das sollten wir eigentlich schnell. Nee, komm. So hier die Abklingzeit deiner Fähigkeiten um 10%. Oder steigert die Rate mit deiner Überkraft lässt. Ich weiß nicht. Einen von den beiden werde ich auf jeden Fall nehmen, aber erstmal den Rest hier nehmen. Ja komm, jetzt ist es entschieden. Wir nehmen die Fähigkeit. Ist halt umso schneller die Runde rum und wir können noch eine zweite ansetzen. Eventuell werden wir die Fertigkeit noch nicht mal brauchen. Ja. Da kam sie einfach von hinten, oder? Ah nein, der Antropfen. Oh, nie. Übrigens danke an den netten Zuschauer, der mich darüber informiert hat, dass Antropfen mit der Kuh ja, seine Schutzschaden auflädt. Also, dass er dann meinen Schaden, den ich auf den Baller zurückschickt. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Da kann ich auch ein bisschen zu nah an den Dragos ran. Ah, okay. Der Dragos hat mich sogar gekillt. Unfair. Aber nur minimal. Naja, die Runde ist sowieso relativ schnell. Und ja, ich übrigens noch mal zu sagen, ich bin kein Profi, also bitte vergebt mir, wenn ich was Falsches kaufe und wenn ich mal das ein oder andere Mal jemanden als Hacker deklariere. Das ist einfach nur meine
eigene Unfähigkeit, die mich unzufrieden macht. Ja, da habe ich drauf angelegt, irgendwie. Aber toll. Aber der Androx hat mich übrigens wieder gekillt gehabt, nur Tempo. So. Aber ich glaube, die wollen auch den Punkt diesmal nicht abgeben, deswegen. Naja. Aber jetzt haben wir ihn trotzdem geholt. VV. Da ist er mir schön in die Waffe gelaufen, eher oder mehr oder minder. Am Hauptschiff. Vielleicht auch zu. So. Habe ich nicht ganz verstanden, aber okay. Thanks for the heals. Ich glaube, ich habe sie sogar noch last hitted. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas noch getroffen, definitiv. Dafür ging das Bild zu schnell weg gerade. Ja, Androxis hatte natürlich die Best Round. Applaus an ihn. Gut gemacht. Wie gesagt, ich bin kein Profispieler. Ich jammer auch nicht so gerne herum. Aber echt schön, weil ich habe, glaube ich, in der letzten Folge echt sehr oft gesagt, sie hätten. Aber gut. Ich wusste halt bei Androxis nicht, was die Kuh macht. Also nicht so richtig. Ich habe halt verstanden, ja, sie zieht Schaden. Also frisst die auf und schleudert die dann zurück, blöd gesagt. Aber wiefern? Keine Ahnung. Na gut, wir haben noch Zeit für eine zweite Runde, deswegen würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Ich bin dann ganz kurz mal eine zweite Runde zu starten, das dauert ja immer zu kleiner Zeit. Deswegen, bis gleich. Na gut, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe vergessen, den Timer zu stoppen. Macht aber nichts, da hänge ich einfach dann gleich ein bisschen halt ran im Fall der Fälle. Und ich würde sagen, erstmal wie sonst auch immer, was ich sonst selten vergesse, aber vorkommt, ne? Mache ich bald aber nicht mehr. Also wenn diese Runden hier durch sind, also wo ich jeden Held einmal gespielt habe, dann kommt das nicht mehr. Weil da muss es, finde ich, nicht mehr. So. 4, 3, 2, 1. The battle has begun. Ich hoffe, dass der mir fleißig zuschaut bei Paladins, auch wieder hier Ratschläge hat, wie ich Dragons spielen kann, weil dann nehme ich mir das natürlich zu Herzen und werde das, wenn dann wieder soweit ist, den wieder so spielen auch. Gut, Androxis hat mich noch geholt, aber ich habe meinen Sieg geholt. Natürlich ein bisschen schade darum, aber hey, immerhin. Killing. Leider nur. Oh komm, really, von hinten. Na gut, haben wir auch gerade mit den Antworten gemacht.
ich habe ihn abgelenkt, mehr oder minder, und sie hat sich um ihn gekümmert. Naja, was soll's. Ich muss mich nicht aufregen darüber. Nicht da alles. Ich bin gerade irgendwie hochgeklitscht. Müsste ich mal ausprobieren, ob man hier auf die Map klitschen kann. Dafür müsst ihr aber noch herausfinden, wie man hier auf die Map kommt, ohne Runden zu starten. Schöne Sache. Wir waren hier die Uhr noch auf ein bisschen. Erst recht deswegen, weil ich schon hier gekillt worden bin. Oh, das ging schnell. Das ging erstaunlich schnell. Diesmal haben wir weniger gemacht. Ihr seht ja hier oben immer verdiente Credits. Und im Durchschnitt hole ich mir immer erst, wenn ich quasi eine Runde durch habe. Diesmal hole ich mir Chronos, glaube ich, lieber. Weil ich merke, Schild und so alles sehr praktisch hier in dem Fall. Und ihr merkt auch, ich spiele jetzt immer zwei verschiedene Maps. Nicht mehr standardmäßig auf einer. Mehr oder minder auf einer, weil... Excellent. Naja, muss ja nicht sein, ne? So, vielleicht ist die Kombi, die ich jetzt gewählt habe, ein bisschen unkonventionell. Ich habe hier nämlich Lebensriss genommen. Deine Waffenschüsse halten 10% Lebensraub, also dann kriege ich 10% mehr, wenn ich das richtig verstehe. Und ich weiß gar nicht, was da im Chat abgeht, aber naja, was soll's. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen hier nach oben. Mal, dass wir nicht... Hallo. Hallöle. So, ich versuch. Dann brauche ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Egal. Ja. Hörst du gut? Ich wollte halt von oben noch holen, ne? Genau. Schöne Sache von Dragos. Hat er gut gemacht, muss ich sagen lassen. Und hier vorne, das stört mich irgendwie grad. Na okay, truly, wie weiß das? That's no problem. Okay. Girls, incoming! Bring it out, big guy! Nice and spare! Bitte, wie? Wie zur verdammten Hölle? Ah. Nun. Wir müssen halt nur den Wagen hier ein bisschen verteidigen, das passt schon. Auf jeden Fall das war, ich werde erstaunlicherweise von dem Victor und Momento, der Victor und Kira. Victor und Kira werde ich ganz schön unter Beschuss genommen. Na gut, das ist auch irgendwo klar. Ja, nein, nein, voll. Alter, was hat er für ein Aim? Ist auch wie so ein Tod, ne? Na gut, ich bin auch nicht viel besser. Damage.
Den Vektor weggeholt, die Tira hat mich geholt. Ja, ja. Schade, schade. Immerhin kommen die jetzt erst in Bewegung nach einigen... Alter. Verdammt doch. Headset. Naja, was soll's. Schöne Runde. Immerhin mal würdige Gegner, nicht wie in der Vorrunde, wo wir anscheinend ziemlich okay waren. Warum auch immer. Oder wir hatten halt einfach Pech und also Pech mit der Auswahl der Gegner. Dass da und ja, welche zugeordnet worden sind, die unter unserem Level waren. Leider. Nein. Unicorn. 3, 2, 1. Spaß beiseite. Ich habe hier meine Ult ready. Ah, komm. Group up. Okay. Much alive. Alter, da wurde ich vom Bombteam weggeholt. Der macht echt einen guten Job, sag ich nur da. Auch wenn er uns natürlich ganz schön runter macht. Aber der holt mich relativ gut und häufig. Das lasse ich ihn auch zu. FDP, VAMO, was? Hä? What the fuck? Grüpa! Grüpa! Den Weg doch geholt! That's no problem. Ah, der Dragos hatte mich aber auch schon im Visier. Deswegen konnte ich gar nicht so lange. Schade! Hätte es im Geheimen machen müssen. So, 20% Lebensdrauf. Komm doch. Da muss ich nicht mal ein hier. So. Dafür, dass du mir vorhin auf den Tisch gegangen bist. Den Victor. Den Bomb King. Ah, schade, den hole ich nicht mehr. Aber ich habe ihn gut zugesplasht. Vor allem wie er mit Absicht in mir reinläuft, damit ich ihn halt kaum treffe. Ja, aber er hat schon wieder voll Leben, das ist halt unfassbar. So, da habe ich mir mal eingenutzt. Ja, mach doch. Ich immer mit jedem dieselbe Nummer ab, ne? Also zumindest relativ dieselbe Nummer. Oh, komm schon. Okay, wie auch immer. Wir schauen mal lieber, dass die... Ist er wieder. Ja, komm. Dann mach ich lieber erstmal ihn weg. Ah, der nutzt auch diese Technik, die ich mit dem Bombing nutze. Kurze Erklärung, man wirft unterschiedlich die F-Bombe, also die man mit der F-Button auslöst, und drückt dann nochmal F. Relativ cool, relativ praktisch, wird uncool, wenn der Gegner halt nutzt.
Ja, ja. Okay. Ho, ho, ho. On my way. Ho, di. Follow me. Und capture the objective. Ready, please. Ah, und dann geht's. Attack the objective. So. Ein bisschen mit den Tastaturbelegungen auskennen, dann sollte man auch ein bisschen was herauskriegen. Ich glaube VVBH war das eigentlich. Okay, warte mal. VVBH. Genau. Sind so Sachen, die man so mit den Tasten machen kann, ne? Finde ich schön. Spart man auch Zeit und alles. Verdammt! Das hat halt so gar nicht gebracht jetzt, aber... Ja, den Non-Toxic, den hat ich mal eben so richtig verrissen. Ich bleib hier einfach mal stehen, ne? Also, finde ich gut, ne? Und hier? So, ich krieg noch ein Schild. Zumindest für ein paar Sekunden. Oh! Okay, ich hab's halt nicht gepeilt, dass wir voll in der Brandgranate stehen. Alter, warte. Doch, wir haben auch eine Tiara. Deswegen, ich war halt total verwirrt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht sofort gesehen. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Wir haben immerhin trotzdem gewonnen. Besser Spieler sieht man schon Bomb King. Lass ich ihn auch zukommen. Not a chance. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Woche, immerhin. Weil wir haben ja jetzt wieder eine Woche. Boom. Hey, da fahrt vielleicht nur noch zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt einen Tag. Und ich bin raus. Alles aus. Haut rein. Und ciao.